Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Letztes Mal hatten wir ja das Rennen gefahren mit dem Franklin. Und jo, wollen wir mal gucken, wenn wir jetzt wieder mit dem Michael spielen, was da so auf uns zukommt. Es lädt gerade noch so ein bisschen vor sich hin hier. Your auntie a foot rub, boy. These corns ain't never bit nobody. Erstmal schön gechillt, ja, ja. Don't screw with my inner peace, repulsive turn! There was a time when that would have been a good shot. Tell Tracy I've got the car and it's your fault because you wouldn't buy me one. Sollten uns vielleicht erstmal irgendwie wieder was kleiden hier, wa? So kann ich ja nicht rumlaufen auf der Straße. Gegen denn das? Hier eventuell. Ja. Ah, das ist doch cool. Passt doch. Wollen nicht lange rumpoolen hier. Sieht anständig aus und fertig. Fertig ist der Lack. Irgendwie gab es ja online, wenn man sich zu einer bestimmten Zeit eingeloggt hat, dann irgendwann ab einer bestimmten Zeit dann umsonst irgendwie 250.000 Dollar. Oder irgendwie so. Da bin ich mal gespannt dann. Und ja, ansonsten wollen wir mal gucken, was jetzt hier AS. Gucken wir mal nach der nächsten Mission hier. So, der ist jetzt ein bisschen pissig auf mich. Deswegen ist er rot auf der Karte, alles klar. Abgehängt und schon ist Ruhe. Ja. Kann das sein, dass sich dieses HS etwas bewegt? Hat das was mit Vorbereitungen zu tun? Ich glaube, ne? Mal ein bisschen noch verrücktere Fahrweise auflegen hier. So, wurde kurz gestört, aber so ein Apfel kann man sich auch mal gönnen nebenbei, ne? Schön was Gesundes. So, weiter geht's ja. Tja, wie mache ich die verdammte Sirene aus? Das wäre jetzt interessant. Okay, okay. Ist ja nicht so schlimm, ne? So eine Aufnahme kann man ja mal eben stoppen. Ach,
falls da was tatsächlich ins Mikrofon rein soll, was da nicht reingehört, nimm es halt raus. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier los werde, ja, ne? Au, au, au. Jungs. Erstmal schön auf zwei Rädern, jawohl. Oh, da ist ein Heli, okay. Da bringt uns das hier nichts. Wow. Oh, scheiße. Klappt das hier? Ich sehe den Heli nicht, sieht er mich auch nicht, so ungefähr. So wäre das nix. Oh shit. Mal gucken, wie wir das machen. Irgendwie muss ich die loswerden. Bei drei Fahndungslevel allein ist ein bisschen hart. Scheiße. Ja, wenn ich die Karre jetzt vorher zerstöre, bevor ich die loswerde, dann ist das auch verkackt irgendwie, ne? Aber ich glaube, jetzt habe ich es gleich. Oh shit. Ja, sieht gut aus. Besser hier. Klapper, klapper. Oh shit. Ich glaube, der Heli kann mich sehen, ne? Ne, doch nicht. Knapp Glück gehabt. Na gut. Na dann. What the fuck? Cover hat ganz schön gelitten hier. Der Leiche noch hinten drin? Ups. Wieso fahre ich jetzt hier rum? Na gut. Ist auch cool.
Ja komm, gib Stoff da, damit hier rum kann. Hängen die Bullen ab, warum das denn jetzt auf einmal wieder? Hab ich doch. Naja, hier werden sie mich glaube ich eh nicht so schnell finden. Schleifklapper. Schauen wir mal. Das könnte eng werden. Komm nämlich dahin. Und weg sind sie. Da komme ich ja durch. Gerade so. Wo denn? Guck mal, das war erledigt, right, Lester. Ja. I got us the tag team rifles. All right. Then this score is ready to go. Come inside and meet the crew. Und dann? Speicher das mal. Dann ist alles cool hier, ne? Alright. I want to say thanks for being a part of our little operation. We're all professionals, we all know the score. We're gonna execute the plan. We're gonna move quick. And we're gonna keep cool. Anybody gets pinched. This meeting never took place. We don't know each other. Is that clear? Now, we've looked very, very carefully at the plans. We considered something more complicated, but given the location, the weakness of staffing, and the exit points, we believe that a more simple plan will work best. We're gonna hack in, disable security, and waltz right in through the front door. The security guard should be to our left. We neutralize him. 15 seconds later, you come in. I want extreme pressure applied to the staff, the customers, are to be calmly subdued. I want one guy on crowd control while you and I empty out the merchandise from the cabinets. We're in and out in 90 seconds, guys. Franklin will handle your getaway. I'm leaving on foot. Any questions? Good luck, everyone. Let's go. Waiting on you, kid. Ach, das geht jetzt direkt los, okay. Ja, dann. Paige, you're in the truck with the bikes, everyone else with me. Gus, Eddie, I need you in the back of the van. Franklin's driving, I'm in the passenger seat. Der Sound von diesem Van ist komisch. Listen up. The four of us in this van, we're about to become accomplices in a major crime. I gotta be able to trust you with my life, my liberty, my reputation. Same goes the other way. A crew will only work when there's trust. So, in the interest of fostering that type of relationship in the short time we've got, let me introduce myself. I'm Michael. I've done this type of thing before, more than a few times, and I've made good money doing it. Enough to spend a long time not doing it. I hope it goes without saying, I know a lot of people. Anyone you ask about me, ja. Or any of you, be dealt with. Got it? Good. Now, Frank, over to you. Yeah, man, I'm Franklin, dawg.
And I'm new to these kind of planned out detail robberies. I've done my share of small jobs, you know, liquor stores, warehouses, boosting cars. And then I met this dude right here, Michael, man. And he turned me on to this thing. So, who's next? Gustavo Gasmota. I'm from East Los, know what I'm saying? It's the bank for the Bagos, but hey, don't tell him I told you that. I'ma need them homies if I go away. I guess I found out pretty young I could pull a trigger. But it was a couple of years before I started doing it for bread, you know what I'm saying? Instead of that repping where you from bullshit. And here we are. Alright, this is Eddie Toe. He'll be cleaning out the cabinets and handling the getaway. He's got you some bikes for that. All you need to know about him is he's... This is it. Let's move. Go get the bikes. Go! Naja, GTA 4 war ja echt schon cool lang. Das hier ist echt nochmal eine ganz schön krasse Steigerung, ne? Ladies and gentlemen, this is your moment! Please don't make me ruin all the great work your plastic surgeons have been doing. On the floor, now! Go, 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 go! I'm on the display cases. I've been able to get you around a minute and a half before the alarm will reset itself. 90 seconds? All right, that's why we pay you what we do. Hey, we got more than enough time. What the hell? Let go. Get on the fucking floor. Jeez, nice work on the crowd. You're worth whatever we're paying you, buddy. Stay down and don't move. Let's go, let's go. A minute left. Come on, let's clear this place out. Let's do this. Stay down, stay down. 50 seconds. Quick hands, man. That's why you get your cut. I'm bagging it. Emptying them out. Don't tell my wife I got all these jewels. 40 seconds. We ain't hitting projections here. We gotta push if we're gonna get what we want. You won't even get to the door. We're doing this. Half a minute left. Hey, we hit our target. Let's see how high we can go. You don't want drama. Let's go, let's go. Clean them out. 20 seconds. Alright, we cleaned them out. Let's get out of here. No, no, back here. So for the last time, move it. Man, get the fuck out my face. Oh. Oh. You forget a thousand things every day, pal. Make sure this is one of them. I'll see you at the river. Go. It's go time! No, oh, dann back here. Stay close, stay safe, let's go. Yellow code is Montford Hill. Hard left here. Going under the big road. Dorset it drive. Let's go. You are a bitch. So habe ich das nicht gespielt, wo ich das schon mal durchgespielt habe oder zum größten Teil durchgespielt habe. Deshalb weiß ich jetzt nicht, wie es hier weitergeht. Put your headlights on, it's dark in here. Wobei Motorräder gefahren sind wir da auch. Bisschen übertrieben vielleicht, aber läuft. Ich kann es jedem nur empfehlen, dass er bei GTA 5 tatsächlich auch mal die Story spielt. Die ist echt geil gemacht. Und ist cool. Rechts rüber, ne? Shit! They all over us! Oh. I'm here! Keep driving! Shit, man, we're screwed! Keep going! Wechselt gerade automatisch den Charakter hier.
before we attacked a convoy of cops? Shit! That's for the truck. We can't take much more of this! We can cross the other side, right? Looks clear to me. Fine work, boss. Alright, we're clear of the cops for right now. We'll stop at the end of the river, and we'll get the bikes into the truck. Waiting on you, kid! Cool action. Lester's around the corner at the lockup. Na, dann weg hier, würde ich sagen. Gonna be stuck to that bike. Yeah, I thought you were gonna be stuck under a cop car. There gotta be more dudes waiting around that way. We did not just get away with that shit, did we? You know what? I think we did. Oh man. Ha ha! Woo! Ha ha! Yeah! We did it! You know what I'm saying? Woo! I might just be able to send my kids to college! I won't say it went off without a hitch, but it went off. Oh, cool, hat ja alles schön geklappt hier, ja, ohne Verkacken. Alright, people. We need to split up. They're gonna be looking for a crew. I'll wire your cuts when the rocks have been sold. Man, that shit was crazy, dog. So what now? We get out of here. Keep our heads down. Hey, you did good, kid. What'd I tell you, Lester, huh? Mm-hmm. Alright, look, everybody take off. Hey, Franklin. Listen, Lester and I got some things we gotta clean up. I want you to stop by the house a little later on. We'll celebrate, alright? Alright. Okay. Huh? Mm-hmm. Oh man. We're back in action. Back in action. Yo, yo. Na denn. Schnellzugriff hat nicht ganz geklappt, aber naja, gut. Abschluss 84% kann ich wohl sehr gut mit leben, würde ich sagen. You got money now, don't you get it? That ain't what I was looking for. Not then, not now, not ever. I know it ain't important. Just let me take you somewhere nice, all right? Where are you? Are you in a strip club? Grow up, stop looking for the easy way. Tanisha, I gotta go, all right? I'ma change, I promise. You won't even recognize me. Tja, nun. Bounce. Ganzen Nachrichten hier. Come on, baby. The girls on my block call me Tripod. Oh, dann mal raus hier aus diesem Rip Club hier. Oh, er läuft so schön langsam, ne? Naja, gut. Er steuert sich alleine gerade bis hierhin, ne? Auch gut. So, nächster Dings zum Speichern, das ist ja auch nicht weit weg. Ich könnte auch vielleicht noch ein bisschen an den Einstellungen feilen. Gewisse kleine, so eine Art Mikroruckler habe ich ja gerade noch, aber im Groben und Ganzen ist das schon sehr gut spielbar. Noch den hat er ja immer vor der Tür, ne? Mal vernünftig abspeichern hier.
Ganz klassisch. Zu viel Stress, der kommt gerade nach Hause und das war's auch schon. Jo, gespeichert haben wir. Dann sag ich mal, bis dann, wenn es wieder heiß geht, der R5. Haut rein.